Präzise Anwendungen im Bereich GPS, heute GNSS. Das haben wir seit Beginn an getan. Wir waren das zweite Unternehmen in Deutschland, was sich mit präzisem GPS beschäftigt hat, machen das heute noch und machen eigentlich ständig was Neues, versuchen ständig innovativ zu sein. Okay, wie groß ist das Unternehmen? Das Unternehmen ist im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, Bundeswehr, Faro, ID Sicat, klein. Wir sind zurzeit etwa 15 Mitarbeiter. Das ist so etwa die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Das heißt, wir bewegen uns in regionalen Märkten, auch regional. Wir sitzen in Hannover. Schwerpunkt unserer Mitarbeiter kommt auch aus der Region. Aber wir haben durchaus auch Mitarbeiter aus anderen Regionen Deutschlands, die uns bei Veranstaltungen, Vorträgen kennengelernt haben und sich bei uns beworben haben. Was machen Sie selbst bei Alsat? Ich bin selbst Inhaber, Geschäftsführer der Alsat, einer der Inhaber. Wir sind zu dritt, also wir sind ein personengeführtes Unternehmen, eine GmbH. Und ich bin selbst eben von Beginn an als Geschäftsführer in dem Bereich tätig. Mein Schwerpunkt ist das internationale Geschäft, der Vertrieb. Was man im Wesentlichen unter Human Resources nennt. Also ich kümmere mich im Wesentlichen um Neueinstellungen, um neue Mitarbeiter und das, was wir auf dem Markt suchen. Sie sagten gerade, Sie sind auch der Inhaber, das heißt, Sie haben die Firma auch mitgegründet oder sind später eingestiegen? Mitgegründet? Ich habe die Firma mitgegründet mit zwei Kollegen zusammen. Eine Kollegin davon ist in der Zwischenzeit ausgeschieden. Ein Kollege ist neu dazugekommen. Also ich bin im Prinzip von Anfang an dabei. Was hat Sie so bewegt, die Firma zu gründen? Wie hat sich das entwickelt oder woraus ist das entstanden? Also ich habe Geodäsie in Hannover studiert, bin 1981 fertig geworden und habe mich zu einem Zeitpunkt mit GPS beschäftigt, als es das System überhaupt noch nicht gab. Ich habe eine Diplomarbeit 1980/81 zum Thema GPS geschrieben. Die ersten Satelliten gab es dann 85, 86. Das heißt, ich habe mich ganz früh mit einem ganz neuen Thema befasst. Bin dann 10 Jahre bei einem, ich sag mal, mittelständischen großen Unternehmen weltweit unterwegs gewesen im Bereich Geodäsie als Fachingenieur und irgendwann habe ich gemerkt, das ist mir zu eingeschränkt. Ich hatte viele Ideen, konnte ich alle da nicht verwirklichen und dann habe ich nicht allzu lange nachgedacht und habe gesagt, okay, dann mache ich das lieber selbst und habe gleichgesinnte Kollegen gefunden. So hat sich die Firma entwickelt und so ist sie eigentlich heute noch aufgestellt. Das heißt, die Firma ist aus so einem Ideenantrieb letztendlich entstanden, was Eigenes entwickeln zu wollen auch. Genau, was Eigenes entwickeln zu wollen und ich sag mal, den Blick auch immer zur Seite zu wenden. Also eine gute Basis in der Geodäsie, das würde ich auch heute noch sagen, ist eine ganz gute Voraussetzung für einen Job bei uns, aber ich bezeichne das selbst immer gern mit dem Begriff Neugier. Neugier nicht im Sinne von, was geht hinter der Gardine meines Nachbarn vor, sondern Neugier in dem Sinne, was machen die Nachbardisziplinen, was machen die Anwender, die GNSS benutzen, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben, wie das funktioniert. Warum das funktioniert und warum es vielleicht nicht funktioniert. Fahrzeugindustrie, sage ich mal. In der Fahrzeugindustrie finden Sie keine Geodäten, aber ganz viele Anwender von GPS. Und die wollen, wenn sie präzise arbeiten, wissen, warum etwas nicht präzise funktioniert. Warum zwei Fahrzeuge, die miteinander über GPS gekoppelt werden, diesen Abstand halten und warum sie ihn möglicherweise nicht halten, Zentimeter genau. Also sehr praxisorientierte Anwendungsmöglichkeiten dann auch im Unternehmen. Ja, ganz viele. Wir haben in dem Maße, wie sich GPS-Anwendungen entwickelt haben, wie sie aus der Geodäsie hinausgegangen sind in ganz andere Bereiche, haben wir eine ganz große Bandbreite an Anwendungen. Aus der Luftfahrt, aus dem Militär, aus der Fahrzeugindustrie, aus der Schifffahrt, jetzt der Bereich Offshore-Windenergie. Auch dort werden jetzt solche Systeme eingesetzt mit ganz anderen Anforderungen, als wir sie bisher hatten. Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es bei Ihnen? Also wie kann man zu Ihnen ins Unternehmen kommen? Möglichkeit für Praktika oder suchen Sie aktuell auch neue Mitstreiter?
Also eine der für uns auch wichtigen und erprobten Einstiegsmöglichkeiten sind Praktika, sind früher Diplomarbeiten, heute Bachelor- und Masterarbeiten, die wir seit vielen Jahren betreuen. Und Mitarbeiter, die zu uns gekommen sind, haben ganz häufig bei uns entweder ein Praktikum gemacht oder eine Anfrage für eine Bachelorarbeit, für eine Diplomarbeit gestellt. Das ist auch heute noch so. Wir wenden uns an Universitäten auch genau mit Themen, dass wir sagen, wir suchen jemanden, der die Zeit und das Interesse hat, ein Thema zu vertiefen, was aus unserem Bereich kommt, aus unserem Anwendungsbereich, wo wir möglicherweise gar nicht die Zeit haben, was man in so einer Bachelorarbeit und in einer Masterarbeit sehr gut bearbeiten kann. Das heißt auch eine Chance für neue Inputs für das Unternehmen sozusagen. Ist für uns in der Größe, in unserer Größe ganz wichtig. Ich sag mal, was wir vermitteln können, ist die Anwendungsbreite. Was uns häufig fehlt, ist die Tiefe, in der Theorie wieder neu erarbeitet wird, was an den Hochschulen natürlich gemacht werden kann. Was Hochschulen heute auch in unserem Bereich tun, in Hannover gibt es jetzt einen neuen Studiengang Umweltrobotik, da studieren Absolventen, Bachelor-Absolventen aus verschiedenen Bereichen, Maschinenbau, Elektronik, Informatik, Geodäsie, in einem gemeinsamen Studiengang, ich sag mal Themen, die Anwendung von GNSS auch befruchten werden. Und das können wir selbst gar nicht leisten. Das kriegen wir von unseren Kunden mit, die uns fragen nach einer Anwendung, wie man das macht. Aber wenn wir uns in der Tiefe damit beschäftigen wollen, dann brauchen wir eigentlich den Input von dem, was heute an den Hochschulen gelehrt wird. Und wie sieht für Sie... Sie sagten gerade eben, Sie sind auch für das HR bei Ihnen zuständig. Wie sieht für Sie der perfekte Bewerber oder die perfekte Bewerberin aus? Der perfekte Bewerber oder die Bewerberin weiß erstmal, was die Allsat macht. Ich habe immer wieder Bewerber auch, die sich bei uns bewerben und wo ich dann das Gefühl habe, die haben sich noch nicht einmal unsere Homepage angeguckt. Das ist garantiert kein perfekter Bewerber. Ich will nicht ausschließen, dass auch da ein Kontakt entstehen kann. Aber das hilft natürlich, wenn sich jemand über unsere Internetseite informiert, was sind unsere Schwerpunkte, was machen wir, und möglichst dann mit einem, ich sag mal, eigenen Schwerpunkt, sei es ein Interessenschwerpunkt oder sei es ein Studienschwerpunkt, aus diesem Bereich kommt und sagt, da hätte ich Interesse, ich hätte Interesse, bei euch zu arbeiten. Ich habe auch Interesse, in Nachbarbereiche reinzuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, für uns sind Noten nicht unbedingt das Nonplusultra. Ich gucke schon drauf, natürlich gucke ich auf ein Zeugnis drauf, aber ich sage mal, sowas wie Sozialkompetenz, die Bereitschaft zu kommunizieren, zu reden, etwas über sich mitzuteilen, auch zu fragen, die ist von großer Bedeutung für uns. Haben Sie schon mal irgendwelche kuriosen Bewerbungen auf dem Schreibtisch gehabt? Irgendetwas Gebasteltes oder schon Gebautes? Oder gibt es da irgendwas, was Sie aus dem Nähkästchen erzählen könnten? Ja, also nichts Gebasteltes, nichts Selbstgebautes, wobei es durchaus Leute gab, die mit sehr viel Fantasie auch bei uns in die Bewerbung reingegangen sind. Wir hatten mal einen Bewerber, einen Bachelorstudenten, der fast fertig war, der gesagt hat, ich komme zu Ihnen, damit Sie sich bei mir bewerben. Ich suche einen neuen Arbeitgeber und ich reise hier so rum und ich wollte mal sehen, wie Sie sich so darstellen, wenn ich meine Arbeitskraft anbiete. Das fand ich schon mal kurios. Der ist auch zu uns gekommen, ist auch 5, 6 Jahre bei uns geblieben, hat dann was Neues gesucht, nochmal eine andere Herausforderung. Das war sehr kurios und hat mich wirklich angesprochen. Wir haben noch eine ganz kuriose Geschichte, ganz aktuell. Ein 60-jähriger promovierter Mediziner hat sich vor 2 Monaten bei uns für ein Praktikum beworben. Der möchte Geodäsie studieren, weil er gesagt hat, ich hab eine Frau, die ist 20 Jahre jünger, die muss noch lange arbeiten. Ich bin aus meinem Job raus, ich war in der Pharmaindustrie. Ich möchte mal was machen, was mir früher in der Schule ganz schwer gefallen ist. Nämlich etwas, was mit Mathematik zu tun hat. Und der ist auf Geodäsie gekommen und hat sich bei uns beworben und gesagt, ich weiß, Sie können mit mir keine 10, 15, 20 Jahre mehr planen, aber
ich kann was beibringen, was möglicherweise junge Leute an Lebenserfahrung gar nicht haben. Der wird bei uns jetzt ein Praktikum machen und dann gucken wir mal. Okay, das klingt ja alles sehr interessant. Und jetzt noch eine Frage zum Abschluss quasi. Wie sind Sie selbst in diese Branche reingekommen? Also wie war der Anfang bei Ihnen? Ich habe Abitur gemacht in einem sprachlichen Zweig, in dem ich aber auch Mathematik gemacht habe. Und habe irgendwann gemerkt, Mathematik ist schon so ein Thema, was mich interessiert. Und dann war ich mit dem Abitur durch und dann kam die Bundeswehr und dann bin ich zum Militär gegangen und da hat sich eigentlich noch gar nichts entwickelt. Und als ich da wieder rauskam, habe ich gedacht, ich möchte was machen, wo ich rauskomme, wo ich draußen bin und nicht nur irgendwo am Schreibtisch hocke. Und dann bin ich auf die Geodäsie gekommen und es ist genau das Richtige gewesen. Ich bin ganz viel unterwegs gewesen in Arabien, weltweit in Gebieten, wo, ich sag mal, Abenteuer und Ingenieurberuf eine ganz enge Verbindung eingegangen sind. Okay, persönlich auch eine spannende Geschichte und auch ein paar interessante Einblicke. Vielen Dank, Herr Rüffer.